Oder wie, um den unsterblichen Bruce Lee zu zitieren. Wir haben als Kind ja immer die Szene angeguckt aus dem einen Film, wenn er nicht nur der hier, natürlich, der klassische, aber da gibt es in einem Film, wo er dann anfängt, so die Armbewegung zu machen und es zieht so nach. Du weißt ja so. Oh, ne? Super, die ist. Ja, stimmt, diese Schatteneffekte, wow. Dann hat er das Schild kaputt gelaufen und hat schon mal gesagt: hier, friss das Papierschild. Super. Super cool. War das. Willkommen zurück, Leute. Tales of Symphonia, es geht weiter. Ihr habt in der Pause schon mal ein paar Fragen über den Chat gestellt. Kurz, Tales of Vesperia wurde angesprochen und der Chat hat schon für mich beantwortet. Ich habe das Spiel gespielt. Vielen Dank, Chat. Hattest du es mal gesehen? Gesehen, ja, aber ich habe es nicht also selbst gespielt. Also falls du die Zeit mal findest, ist für mich so neben Symphonia, das ist ja das gleiche Team, das Symphonia gemacht hat und ist mindestens gleichwertig. Okay. Ist auf der 3, also fast gleichwertig, sagen wir es mal, weil es ist ein paar Jahre später rausgekommen. Ich habe es jetzt nicht so lange wie Symphonia gespielt, aber ist auf jeden Fall eines der besseren Games daraus. Okay. Und ob wir dann mehr oder Tales-Spiele dann machen werden, jetzt durchspielen, wir versuchen das erstmal auf Symphonia dann zu konzentrieren. Das ist die zweite Einheit. Also erstmal machen wir das, versuchen jetzt ein paar Einheiten hinzubekommen, ein paar Stunden. Und aber es spricht nichts dagegen, dann irgendwann mal die Möglichkeit zu finden und zu sagen, hey, in dem Format stellen wir mal die Spiele so kurz vor oder zeigen da was, weil es gibt ja jede Menge, was man zeigen und machen kann. Ich habe noch ein paar mehr dann durchgespielt. Genau. Wir haben gerade das große Monster besiegt, Lord Forzistus. Der hat es auf uns gejagt und genau wie es vermutet hat, der Junge besitzt eine X4. Wir können gerne wieder aufs In-Game darauf. Angelus Project? Mhm. Da sind Erkenntnisse, die wir haben. Sehr gut, dass er auch spricht, um in den Mund zu gehen in der Szene. Ja. Aber es war ein langgezogener Satz im Japanischen wahrscheinlich. Ja, er denkt also, die X4, die er auf den Arm hat, die ihn befähigt dazu, so gut zu kämpfen, das ist ein Andenken von seiner Mutter, die die Designs natürlich umgebracht haben. Was war? Oh, da kommt das Monster und... Ich weiß natürlich nicht, wie laut ihr das hören könnt, aber die Stimme die kommt uns ein bisschen vertraut vor. Ihr könnt auch gerne mal ein bisschen das Ingame lauter ziehen, werte OG. What was that voice? It sounded like marble. It can't be. Oh, get away! Hurry! Venus, you were like a grandson to me. Thank you. Tales of Symphonia, das Spiel, wo Großmütter in Monster verwandelt werden und explodieren. Vorher noch ausgepeitscht werden. Ausgepeitscht dann, und dann explodieren. Ja. Oh Mann, ey. Da seht ihr, was ihr davon habt. Jetzt zu spät. Lord, we will always come after you as long as you possess that X-Fuel. Always. Marble? Nein, Moment! Das war der Vader. Ja. Der bessere Vader. Vor Vader. Vor Vader, der bessere Moment. Ja, und er hatte auch nicht irgendwie Unrecht, es ist unsere Schuld. Es ist ja, wir haben den nicht angegriffen. Wir haben den nicht angegriffen, gebrochen, so beschissen, der sein mag, aber die sind hergekommen, einfach das halbe Dorf abgebrannt. Ja. Jean ist zu Hause, ist weg. Alles, quasi alles. Alles ist weg. Schule. Ja. Und er ein kleines, es tut mir leid. You think you can fix this by apologizing? The Desaians marked you as their enemy. As long as you are here, this village will never be at peace. Do you understand? Wait a minute. You're going to exile him? Yes. That's not fair. Lloyd didn't do anything wrong. He just saved Marble. Any involvement with the ranch has forbidden. There are no exceptions. So it's okay to let people die at the human ranch as long as the village is safe? The people at the ranch are just going to rot there anyway. Yes. Had you not done something so stupid, they'd have been the only ones that died. Ja, da sieht man halt die menschlichen, nicht nur die Abgründe, sondern man... Ja, die Einstellung dort, so aus den Augen, aus dem Sinn, ein bisschen Hauptsache 4 vorne dran. Das ist so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal der Tales-Spiele, die gern mal auch so soziale Umstände, Problematiken angehen und das versuchen ein bisschen zu abstrahieren in die Videospielwelt. Ja.
That's enough, Genus. This was my fault. I'll leave. Mary. Oops. Draufgeklickt. Do you realize how many people died here because of him? It's not Lloyd's fault. I'm the one that took him to the ranch, so it's my fault. Dann bist du auch verbannt. And besides, Lloyd isn't from this village to begin with. Oh. He's an outsider, raised by a dwarf. Auch noch von einem Zwerg. Oh Mann, ey. Ein Outsider. I'm just as guilty as he is. Genus. By the rights vested in me as mayor, I hereby announce the banishment of Lloyd and Genus from the village of Aeselia. Get out! I'm sorry for causing you trouble. If you feel that way, please catch up to the Chosen and protect her. If in doing so, the world is saved, surely everyone will change their minds about you. I'm sure Colette would want that as well. Yes, I will atone for what I've done. I swear to protect Colette for the sake of those who have died because of me. I'll follow you, Lloyd. It's my fault that you were banished. So I promise to stick by you always. Er hat ja nicht mal ein Haus, wo er bleiben kann. Also klar, dass er mitkommt. Ja, klar. Say, Genus, why don't you use that X-Sphere? That's Marble's memento. Okay. I'll explain to you on how to use the Keycrest later. After all, looks like it's going to be a long journey. Yeah. Ja, und diese Long Journey ist quasi unser Spiel. Ist quasi unser Spiel. Damit ja. haben wir jetzt quasi das Spiel offiziell gestartet. Ist so, es gibt ja einige Games, die damit anfangen, dass du verbannt wirst aus deinem Heimatdorf. Secret of Mana. Secret of Mana fällt ja, mir da ein. Das ist so genau. das klassische Beispiel. Auserwählte und ihr Team sind in die Tretwüste gezogen. Also, das ist wahrscheinlich unser erstes Ziel. Wir versuchen jetzt, der Karawane uns anzuschließen. Ja. Du hast jetzt, also Genus besser gesagt, hat jetzt da. Marble ihre X4 nicht mehr braucht. Mhm. Und wir haben ja noch die Schutzfassung von vom Vater. Kombiniere mit bekommen. Schutzfassung, genau. Das heißt also, Genus bekommt auch dann bessere Kräfte verlieren oder bessere Angriffsmöglichkeiten. Aber ich gehe einmal hier kurz raus, weil wir sind ja jetzt hier verbannt. Ich glaube, wir können hier wieder rein. Es ist nicht so, dass dann jemand an der Tür steht und sagt, komm mal nicht durch, oder? Mal gucken. Man kommt da nicht mehr, aber ich glaube, von vorne kommt man nicht mehr. Von vorne kommt man nicht mehr durch? Oder muss er erstmal komplett raus? Achso, nein, ich muss von der anderen Seite natürlich durch, das ist klar. Ja. Speichern machen wir draußen. Da oben wäre es ja nur zum Tempel hin, da müssen wir ja gar nicht mehr hin. Ja, stimmt. Unten, ja, wenn du jetzt rausgehst, wenn dann ich jetzt rausgehe, dann sagen sie, du kommst hier nicht rein. Mal gucken. Wollen wir auch gar nicht. Da ist neu Schnee. Naja, wir haben durch unser Tun viele Leute umgebracht, aber wollen wir auch nicht. Wir wollen neues Dorf. Wir haben den Titel Suchender bekommen, den kann ich gleich auch nochmal einstellen. So, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, wir gucken mal, kommen wir durch oder nicht? Der Eintritt ins Dorf ist untersagt. Ich weiß. Na gut. There is not so much to do here. Status, dann gucken wir mal, was bringt mir denn der Titel. Wächter. Ach, guck mal, das ist ganz gut. So, ja, Vierer-Kombo, okay, das brauchen wir nur, wenn wir vier Leute haben. Kraftpunkte und Stärkepunkte. Auch nicht schlecht. Ah, aber sie gehen runter. Mit dem Roten gehen sie runter. Mit dem Gelben gehen sie hoch. Ah, okay, alles klar, wenn ich Suchender wäre. Tetra-Angriff gibt mir mehr Kraftpunkte statt Verteidigung. Ah, lass lieber Kraftpunkte nehmen. So ist gut. Alles klar, dann die Tretwüste. Du siehst unten in der Karte oder unten rechts sieht man, sie ist ganz im Süden unseres Kontinents. Gehen wir mal dahin. Wir können nicht auf neu steigen oder so, ne? Ich glaube. Oh. Diese springen, dann laufen die gleich los, oder? Ja, wenn sie springen, dann sind sie gleich uns hinterher. So. Aha. Heul. Hast du da was im Maul? Guck mal, deine Tasche ist offen. Du hast wahrscheinlich fallen gelassen. Was ist denn? Ein Brief vom Paps. Von Dirk dem Zwirk. lieber Leute, hast du den Reiseführer gelesen? Da sind die 7 wichtigsten Zwergenregeln versammelt. Ja. Macht von diesen Informationen Gebrauch. Das sind 14 Jahre vergangen, seitdem ich dich gefunden habe. Schön, dass die alle sich Abschiedsbriefe dann schreiben. Ne? Ist ein starker Schwertkämpfer aus dir geworden. Das ist nice. Ja, heutzutage, wenn die...
man muss warten, bis die in Rollenspielen dann auch mal dann die Handys bekommen. Dann gibt es wahrscheinlich so eine aufploppende Timeline, eine Twitter-Timeline. Ja, mittlerweile gibt es ja auch. Und ja. Hier What's Fantasy App und keine Ahnung. What's Fantasy App ist gut. Dann liest du einen Brief durch und dann die ERF-Fähigkeiten aktiviert werden. Ich glaube, wir gucken uns das einmal kurz an. Das sind Special-Fähigkeiten, jeder Charakter, 4 ERF-Fähigkeiten. Ja, das okay, ist doch das, die sie zuweisen, oder? Ja, diese? Genau. Aber ich glaube, es sind nicht die Arts, sondern es sind Zusatzfähigkeiten. Eine Erläuterung? Nein, lassen wir das mal. Wir machen das. Wir können, oder ich kann mir in Ruhe ja auch nochmal nachher das Handbuch angucken. Aber hier sind sie eben. Und hier könnte man sozusagen, wenn man, ach, je ja. nachdem, was für Gems man hat. Gut, das ist ja. Da kann ich zum Beispiel gucken und das. Da gibt es ja entweder Technik oder Stärke, ne? Und ja. Je nachdem, wie man die aufbaut, sieht man dann quasi die Leiste, die entweder nach links Richtung Technik oder rechts Richtung Stärke geht. Genau, vermindert. Und man sieht, es hat so einen gewissen Einfluss, den eben auch auf die Statuswerte. Bei dir ist Magie eigentlich ganz gut. Genau. Ne? Und bei mir ist Stärke auch ganz gut für die Angriffe. Ja, deshalb, Anfang können wir, ist es ja super. Deshalb können wir erstmal dabei bleiben. Es ist so ein Bonus. Ah, jetzt habe ich Genius aus Versehen nach vorne gepackt. Moment. Schön immerhin, dass man auch mit dem anderen Charakter herumlaufen kann. Also wenn man nicht will, dass man immer Leute anglotzt, kann man das anstellen. Dann passt es. Dann gucken wir mal, wo wir hier sind. Das müsste gleich ein Tempel sein, ne? Wo wir uns heilen können oder schlafen können. Ich glaube nicht, dass wir Colette finden werden, indem wir planlos herumlaufen. Lass jeden fragen. Lass uns diese Person fragen. Klar. Hallo, hast du Colette gesehen? Die Gruppe der Auserwählten. Keine Ahnung, haben sie nicht gesehen. Seid ihr auf Pilgerfahrt? Ja, sind wir. Den, wie heißt es nochmal, der Karenzweg? Nein. Du meinst Jakobsweg? Der Jakobsweg, das ist es. Du hast eine Karte. Die würde ich auch gerne gehen, den Jakobsweg. Aber auf paar Handstand, oder? Genau, auf einer Hand. Handstand. Eine Hand, springend. Alles klar, steinerne Wegweiser. Ja, wir haben die Karte bekommen vom Pubs. Wir können also auch eine Worldmap quasi uns angucken. Könnt ihr was über das Reisen erzählen? Zur Fernsicht. Okay, Fernsichtmodus fährt die Kamera zurück und macht so einen größeren Absicht. Genau. Bewegen sich die Monster nicht, wenn der Charakter sich nicht bewegt. Fernsichtmodus kannst du keine Gegenstände, indem du auf der Bewegung oder auf Forschung achten willst. Also Viereck können wir drücken. Mhm. Okay. Super raus. Steinerne Wegweiser. Fernsichtmodus verfügbar, nachdem man den steinernen Wegweiser gefunden hat. Bitte achte darauf. Und so dann zum, fürs einfachere und unterwegs sein, damit man nicht nur dann unterwegs ist und Gegner kaputt haut. Der Typ müsste aber auch ein Händler sein, oder nicht? Nee, ich dachte, sieht bei so dem aus, kann ich Items kaufen. Was sagst du hier, du Dalmatiner? Winsel. Winsel an der Ruhe. Mit Colette ansprechen. Ja, ach, das stimmt, ja. Aber haben wir ja. Ist ja gar da gab's auch, da hast du auch erzählt, wir haben ein Achievement, wenn wir alle Hunde. Genau, alle Hunde im Spiel. Alle Hunde anspielen. Dazu haben wir auch noch den Spieleberater hier zur Not. Ja, genau. Wenn immer was sein sollte. Pilgerfahrt, kann ich hier einfach den Silverant Jesus anbeten? Nein, kann ich nicht machen. Göttin Martell. Entschuldigung, Martell, die meine ich ja. Nicht Jesus. Ah, da, hier können wir schlafen und oder kann ich hier schlafen? Ausruhen. Ah, kostet, schon, so, ne? Kostet sogar nichts. Warte mal, hier vorne. Ein Bett. Es wäre bestimmt nicht schlecht, wenn wir uns etwas ausruhen. Ah, aber sie steht da gleich. Die Oma. Komm, wir machen also das Kohle mal. Von uns haben. Wir machen das mal. Das hier, es geht ja einem guten Zweck entgegen, also unserem Schlaf. So ist es. Und ja, Werder-Chat ist die PS3-Version, die wir spielen. Einfach weil wir deswegen auch haben wir die PS3-Controller hier dran. Weil die auch heutzutage ein bisschen einfacher hier abzugreifen ist von unserem System her. Und vor allem 16:9 ist ein unschätzbarer Vorteil. Damit man auch das Bild schön ausfüllt. Die Framerate-Unterschiede gegenüber der GameCube-Fassung würdet ihr eh nicht sehen, so wie wir streamen. Mhm. Also ist das Maximum, was wir haben. Also, Haus des Heils war so. Das. Alles klar, dann. Man sieht schon, wie sie sich verändert. Ich übergehe die Kämpfe jetzt erstmal. Wir werden ja eh noch oft genug kämpfen. Ja. Das müssen wir jetzt auf der World Map nicht direkt machen. Mal, und da haben wir eine Oase. Kann ich die Kamera? Nee, ich kann sie nur mal. Wow! Oh, der war fix. Einfach mal aus der Seite. Gegner, Wüstengegner. Fireball! Wow. Fireball! So, du bist vergiftet. Ja, ich bin vergiftet, aber egal. Ich habe mehr als genug. Okay. Wir sind eh gleich in der Stadt. Da können wir hoffentlich mal ein bisschen neue Waffen kaufen. Ja.
Das und auf jeden Fall. Kochen. Was? Oh, und in Giftzustand bin ich denn? Ja, ich bin noch weiter vergiftet. Mhm. Du siehst es. Ich schlafe nicht im Unterricht. Warum muss es nur so heiß sein? Ja, es sind einige der Skizzen, cool, die von alleine gemacht werden. Genau. Hier gibt es ein Tor, das zu Ifrit führt. Mhm. Ifrit. Die Hitze ist ein Zeichen für Ifrits Anwesenheit. Ifrit natürlich kennt man als die Beschwörung des Feuers, der Feuerdämon. Auch von Final Fantasy, ne? Genau, es ist also, ich weiß nicht, aus welcher Mythologie es genau ist. Die glauben sich das ja gerne alle zusammen. Wenn es um Feuer geht, dann ist es meist Ifrit. Ifrit, ja. Und diese sogenannten Skits haben wir beim letzten Mal erwähnt, das sind so kleine Szenen, so kleine Minigespräche, die zwischendurch auftauchen. Ja. Die meisten sind optional, dann kann man die Select-Taste drücken, wenn sie auftauchen, damit man sie sich jetzt anguckt. Jetzt aus Sinne des, wir wollen es vernünftig spielen, schmeißen wir nicht jeden von denen an. Aber wenn man das alleine spielt zu Hause, das ist super, da lernt man die Charaktere eben besser kennen. Und die sind ganz lustig, ganz charmant gemacht. Ja. So. Okay, Neus muss gezwungen werden. Ach, sie verstecken sich hinter Neus. Ein Befehl von Lord Fossil. Ein Mensch namens Lloyd ist mit einem Ex-Fee auf der Flucht. Seine Identifikationsnummer ist unbekannt. Sperrt alle Bereiche ab. Und ey, die Katzen-Crew, ne? Da sind sie auch schon wieder welche von der Katzengilde. Ja. Das Porträt, das ist super. Auf dem Steckbrief, wir zählen auf euch. Ich wollte ich habe danach gesucht. Ja, das ist ja eins der Highlights, finde ich, von Tales of Symphonia. Der Lloyd-Steckbrief. Ich wollte gucken, ob es den irgendwo in guter Qualität gibt, damit ich den ausdrucken und irgendwo hier hinhängen sehr kann. Sehr gut. Und es war noch vor, guckst du One Piece? Ja. Da war auch von Sanji dieser Hatten Steckbrief. Hatten sie auch mal sein. Ja, so gezeichnet und dann ist richtig schlecht. Also ich drauf, ja, das ist, war, glaube ich, noch vor One Piece. Das müsste sogar so. Müsste eigentlich von der Arc. Ja, ne, ich weiß nicht, bei welchem Arc es ist. One Piece lief da ja schon seit 7-8 Jahren ungefähr. Ja, gute Frage. Als es rausgekommen ist. Oder 97 war Nach One Piece, das 2000, ah gut, 5-6 Jahre eher. Ja. Aber schon sehr lustig. Ja, da das ist, war ja, schon echt da lustig, ist der Steckbrief. Ja. Ey, der ist der Hammer. Ist das dieser Steckbrief? Das ist super. Und auch die Frage, bin ich wirklich so hässlich? Das ist klasse. Soll es froh sein, Leute, auf diese Weise finden sie dich doch nie wahrscheinlich. Das ist gut, ja, immerhin können wir es dann leugnen, dass man nicht so ein Hässletto ist. Ich lasse das Gift noch erstmal laufen, ich werde mich, glaube ich, hinlegen, aber wir Händler? Können ja nochmal gucken, was wir hier kaufen können. Also Apple Gems. Wie viel haben wir denn? Ach, 2300. 2000, ja. Ich will erstmal schauen, dass wir vernünftig Waffen und Equipment bekommen. Oh, da ist was von alleine. Sag mal du da. Wer, ich? Ich? Ja. Minute Zeit? Hast du mal eine Minute Zeit? okay. Gut, meine Leidenschaft ist es, Waffen und Harnische durch verschiedene Materialien zu verstärken. Noch ein weiteres System. Nur Magie- und Schwertkämpfer, die Show machen? Nein, wir sind richtige Kämpfer. Dann bring mir einen Pelz und ich werde dich für deine Mühe entlohnen. Einen Pelz. Danke, ich zähle auf dich. Haben wir denn einen Pilz oder müssen wir einen bestimmten Gegner besiegen? Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich einen Creep killen. Gut, dann bring mir einen Pilz und ich werde dich entlohnen. Und da wird er uns zeigen, wie man den aufwerten kann. So, warum der kleine Junge hier den Schwertladen führt, weiß ich nicht. Ritterklinge, die ist für dich, Ritterklinge, die ist für mich, ja. Bunter Stern für mich. Bunter Stern für dich. Langschwert können wir hier nicht tragen, aber können wir sehen für die anderen Charaktere. Die sind für, das sollte Colette sein. Wobei man natürlich auch immer Items findet und Waffen findet. Genau, ich würde es erstmal machen, weil wir können es ja leisten. Genau. Wir nehmen einmal die Rasierklinge, wollte ich sagen, die Ritterklinge und den bunten Stern. Okay. Ausrüsten machen wir auch mal. Genau. So, guck mal, das ist schon ordentlich. Wesentlich besser, ja. Ja. Haben wir eigentlich, wir hatten auch noch ein bisschen was gefunden. Ich glaube, für Lloyd findet man auch den Rapier. War das nicht da? Dass das da kann, kann gut sein, ja. Zur Not können wir das ja auch verkaufen. Bei den meisten Spielen ist es ja so, dass du, wenn du was verkaufst, die Hälfte des Einkaufspreises wieder rausbekommst. Mhm. Ne? Und da kann man sich also, wenn du einen Fehlkauf mal gemacht hast, zumindest nicht alles an Geld verlieren oder mal was Besseres gefunden hast. Da ist ein bisschen so, und Weichleder hatten wir. Lederbrustpanzer können wir nicht. Ein Lichtgewand könnte Genius tragen. Aber 800 kostet es und 700 haben wir. Ach, 700 haben wir. Ah, warte mal, lass mal ein bisschen verkaufen hier, Zeug, was wir hier haben. Also die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die haben wir vercheckt. Hier. Ja, so viele Sachen zum Verticken haben wir nicht im Moment. Ich würde zumindest, bevor wir uns große Rüstung holen, wir haben ja auch nicht alle zum Beispiel Hüte und sowas auf, ja, ne? Stimmt. Eine Baskenmütze, und die bringen ja auch schon mal was. Ein Holzschild, den können wir nicht tragen. Hol dir mal eine Verteidigung, weil du bist ja der Tank jetzt gerade im Moment. Ja, ich guck mal erstmal, Lichtgewand brauchen wir erstmal nicht, aber wir nehmen wieder eine Baskenmütze mit. 1300 haben wir ja. Ich nehme mir Lederhandschuhe mit. Cape können wir nicht da. Ah, Cape, warte mal, dann nehme ich zwei jeweils.
Obwohl, ich glaube sogar, wir haben zwei Accessories, die wir benutzen können. Ja. Und die geben noch mal ein bisschen bessere Status. Ach, Zusatz noch, ne? Genau. Ah, und hier kann man sehen, was das dann bringt. Plus eins Verteidigung ja, und Fluch. Fluch ist es. Okay, also. Zwei nehmen wir. Und Kauf. Einfach nur X, oder ich will jetzt nichts Falsches tun. Ja, okay, 600. Jo. Alles klar. Perfekt. Ausrüsten, dann haben wir nochmal die Lederhandschuhe, nochmal drei dazu. Siehst du, das K bringt auch nochmal ein bisschen was. Hatte ich keine Baskenmütze für dich gekauft? Ich dachte, ich hatte eine. Hat die Lloyd angezogen? Nee, kann er gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe die aus Versehen wieder runtergepackt. Baskenmütze? Equipped, hat glaube ich, Lloyd. Lloyd hat sie equipped, okay, dann hätte ich zwei holen müssen. Weil wir hatten beide keine und Lederhandschuhe kannst du nicht anziehen, ne? Es bleibt bei dem Lichtgewand, aber das Lichtgewand. Ja, das Lichtgewand lassen wir erstmal weg. Okay. Dann sind wir zumindest ein bisschen. Jo. Bisschen safer. Top. Alright. Was gibt's hier? Beeindruckendes Loch. Ach ja. Dieses Loch, also es kommt mir ein bisschen vertraut vor, ja. Von der Form her. Vor allem, ich finde es ja auch sensationell, dass ihre Haare auch wirklich ein Loch hinterlassen. One Piece seit 1999, sagt uns übrigens die Regie, die das besser weiß als wir. Ich hatte das Gefühl, gibt es den Manga nicht schon seit 97? Ja, 99 ist Anime, wollte ich gerade sagen. Ja. Manga ist tatsächlich früher. Aber wir wollten ja auch die Arc wissen, ne? Genau, also ich weiß nicht mehr, wann das mit Sanji war. Ich glaube, das war nach Water 7. Als die neuen Steckbriefe. Als die neuen dazugekommen sind. Als Ruffy nämlich 300 Millionen bekommen. Gucken wir nochmal, wie viel Barry. Spoiler? Nee. Achso, ja. Was ist denn das für ein unmögliches Bild? Sie haben ein hübsches Gesicht verschandelt. Super. Findest du? Ich finde, es sieht dir sehr ähnlich. Ich glaube, bei anderen Spielen hatten sie auch mal dann wieder Steckbriefe, weil das so ein großer Gag war. Also wirklich danke für deine Meinung, Genius. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Du Armer. Der arme Lloyd. So, die Frage bleibt da. Wir hatten uns das schon gepennt, aber gut. Es kostet, immerhin kostet es nur 100. Okay. Und ich hoffe, das halt jetzt auch mein Gift. Ja, es müsste ja nicht alle Statusveränderungen. Hoffen wir es, ja. Es gibt ja manche Sachen, also von manchen Spielen ist dann Gift, nee, es hat es gehalten, alles klar. Das Gift, wenn du einen Kampf fertig hast, dass es nicht mehr da ist, hier hält es auch über die Kampfgrenzen hinweg. Und manche haben es sogar so persistent, dass du auch pennen kannst und musst nur in der Kirche dich entgiften lassen, oder ganz komisch. Guck mal, du wirst hier. Der Chat lobt dich, weil du korrekt warst. Da auch, war der, das richtig? Auch hier Anime 99, ja, Manga genau. 97. Ja, das haben wir ja gesagt. Das haben wir ja. Die Katzengilde, da ist sie. Die Forscher, das Katzforschungsteam. Ah, die sind super, ey. Expedition, man kann die losschicken, dass sie einem Sachen herausfinden. Kartenerstellung, unbekannte Gegenden, nicht gefundene Items. Und dann finden die das und dann. Ja, Kartenerstellung. Wie viel willst du in die Kartenerstellung investieren? Hm. Oh, ich gebe dir mal 100. 50 okay. Cent. So, wir tun unser Bestes. Und da ist der Johnny losgelaufen. Okay, eine Geheimsumme mit einem Grat erwerben. Wir haben natürlich nicht so viel bisher, weil wir nicht so viel gekämpft haben. 50, da könnten wir, denke ich mal, noch weitere von diesen Erfahrungsfähigkeiten, genau. Ne, diese ERF-Dinger. Mit die Grats, wie gesagt, die kann man sammeln Ende des Spiels. Vor dem NG Plus quasi kann man investieren für, zum Beispiel, wenn du das zweite Mal durchspielst, war das so, oder? Wenn man das zweite Mal durchspielt, zum Beispiel doppelte Erfahrung, alle Waffen behalten, alle Rüstung behalten, Gegner, alle Gegner, das, genau. Also das ist ausgehen. Ganz schön, dass du eben dann die Möglichkeit hast, beim zweiten Durchspielen so viel zu adaptieren. Und da es mitten im Spiel auch noch dann immer hoch und runter geht, je nachdem, wie du einen Kampf abschließt, hast du ja auch hier weitere Möglichkeiten, das Grad noch weiter auszugeben. So, willkommen bei der Wahrsagerin, wir wissen nicht weiter. Okay. Die Wahrsagerin kann uns helfen. Ja, wir würden gerne wissen, wo Colette sich befindet. 100 Kalt? Dass sie alle Kohle wollen. Das ist aber teuer. Hast du was gesagt? Nein, hier ist... Komm, 100 Kalt. Ich kann sie sehen. Sie sind unterwegs auf Straßen. Richtung Oase, die zerstört worden sein soll, als sie Fred außer Kontrolle geraten ist. Der Begleiter der Auserwählten hat es selbst gesagt, es besteht kein Zweifel. Oh, also ja, danke. Sie war auch da, ja. Vielen Dank. Hätte die uns auch so sagen können, also mit wem ist sie unterwegs? Mit Rain und mit Kratos. Kratos, genau. Mhm. Die sind jetzt bei der Oase. Und wir können bei der Oase gucken, wenn ich mich recht entsinne, ist dann der zweite große Dungeon, der auf uns wartet.
Der erste große. Der erste. Genau. Naja, wir waren ja im der Tempel, der war ja der erste kleine. Ja, der erste kleine. Ja. Der erste große dann. Aha. Oh, oh, aber aha. Ey, ich habe den nirgendwo gesehen in der Stadt. Ist das nicht der Typ, nein, der auf dem Steckbrief? Sieht nein, nicht. Der sieht doch nicht so aus. Lass mal sehen. Ja, er sieht genauso aus. Wie schön für dich, Leute. Sie sagen, du siehst gut aus. Super. Alles klar. Sehe wirklich so furchtbar aus. Du musst Lloyd sein. Die mit ihren Armbrüsten. Ja. Wer bist du, dass du mich nach meinem Namen fragst? Achso, jetzt provoziert er die noch. Okay, dann müssen wir jetzt wohl mal angreifen. Okay. Das machen wir gleich, aber wenn wir es jetzt anfangen würden, würden wir es nicht mehr zeitig in die Werbung schaffen. Ach so. Wir machen einen kleinen Break, Leute. Und wenn wir wieder zurück sind, stellt weiter. Kriegen die Designs auf die Fresse. Die kriegen auf ihren Designs eins ordentlich drauf gewämst. Und frag ruhig weiter Sachen im Chat und dann werden wir, wenn wir wieder zurück sind, nicht mehr. Da ist eine gute Kommunikation zwischen uns, ne? Ein bisschen, wow, ja. Finde ich super. So, wie es gehört. Erzähl ich gleich noch die Story, wie es jetzt zu meiner neuen Frisur kommt. Ja, dann mach das. Bis gleich. Boah,